Was ist Selbstschutz? Stellen wir uns einmal vor, ein Hochwasser, ein Stromausfall, eine Pandemie oder ein Hausbrand. In Deutschland können wir uns darauf verlassen, in Notsituationen Hilfe zu erhalten. Zum Beispiel von der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen oder dem THW. Doch gerade bei großflächigen und schweren Katastrophen können die Rettungskräfte nicht immer überall gleichzeitig sein. Dann ist es gut zu wissen, wie sie sich selbst und andere schützen können. Sich auf verschiedene Notsituationen vorzubereiten und zu wissen, wie man sich in einem Notfall richtig verhält, das ist Selbstschutz. Wir zeigen Ihnen, wie Sie für alle Fälle vorbereitet sind. Wahrscheinlich gibt es vieles, was Sie verinnerlicht oder vorbereitet haben, ohne zu wissen, dass es sich dabei bereits um Selbstschutz handelt. Denn viele Selbstschutzmaßnahmen sind auch im Alltag hilfreich. Wenn Sie bei einer kleinen Verletzung schnell ein Pflaster zur Hand haben, bei überraschendem Besuch einen leckeren Imbiss aus Ihrem Vorratsschrank zaubern können oder bei einem Stromausfall Ihre Taschenlampe griffbereit haben, dann haben Sie bereits eine gute Basis geschaffen. Denn eine Hausapotheke mit nützlichen Medikamenten und Verbandszeug ist in vielen Notsituationen wichtig. Ein Vorrat an Lebensmitteln und Getränken ist hilfreich in einer Quarantänesituation, wenn Sie aufgrund eines starken Sturms das Haus nicht verlassen sollten oder wenn Supermärkte bei einem großflächigen Stromausfall geschlossen bleiben. Diese Beispiele zeigen, Notfallvorsorge umfasst viele unterschiedliche Szenarien. Deshalb machen Sie zu Hause am besten erst einmal Inventur. Ist zum Beispiel die Hausapotheke gut in Schuss? Ist Ihr Feuerlöscher einsatzbereit? Haben Sie einen Lebensmittel- und Getränkevorrat zu Hause? Und was ist mit Hygieneartikeln? Wenn Sie feststellen, dass Ihnen etwas fehlt, füllen Sie Ihre Vorräte nach und nach auf. Machen Sie sich bewusst, guter Selbstschutz ist ein lebendiger Prozess. Bleiben Sie am Ball und erneuern Sie verbrauchte Vorräte regelmäßig. Wer gut vorbereitet ist, hat aber nicht nur alles Nötige zu Hause, sondern weiß auch, was bei einem Unfall, Unwetter oder Feuer konkret zu tun ist. Tipps hierzu finden Sie auf der BBK-Webseite. Informieren Sie sich zudem unbedingt, wo und wie Sie in einer Notsituation wichtige Informationen erhalten. Warnmeldungen können Sie zum Beispiel über Radio und TV, via Handy per Warn-App oder ganz klassisch über Sirenen und Lautsprecherwagen erreichen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, wie Sie in einer Notsituation informiert werden. Seien Sie für alle Fälle vorbereitet und erstellen Sie Ihren ganz persönlichen Notfallplan. Unter notfallvorsorge-bbk.de finden Sie viele praktische Tipps und Checklisten. Für alle Fälle vorbereitet. BBK.